Schieß los. Was heißt denn Lamm Gottes? Naja, damit ist Jesus gemeint. Ja, aber was heißt das? Jesus ist doch kein Schaf. Nee, ich erklär's dir. Oh ja, bitte. Ganz, ganz früher, oha, da hat man... Schafe geschlachtet? Als Opfer für Gott? Ja. Wegen der Sünden und so? Hilfe! Ja, ja genau. Und ich habe Angst. Werde ich jetzt auch geschlachtet? Ich armes Schaf? Nee, das hat Jesus schon ein für alle Mal gemacht und all die Sünden weggenommen. Echt? Ja. Stimmt ja. Da bin ich aber beruhigt. Na siehste. Aber warum heißt das denn, er trägt diese Sünden? Naja, vor ganz langer Zeit, vor 3500 Jahren ungefähr, als Mose mit den Israeliten in der Wüste noch war, da gab es nämlich einen Brauch. Einmal im Jahr haben sozusagen die Priester vom Volk einen Schafbock oder einen Ziegenbock genommen und sozusagen alle Sünden des Volks auf diesen Bock übertragen. Und den haben sie dann in die Wüste geschickt und der hat sozusagen die Sünden weggetragen. Und dann war sie weg? Die ganze Schuld von allen? Dann war sie weg. Da waren bestimmt alle erleichtert. Ja, daher kommt übrigens auch der Begriff Sündenbock. Ach. Und in die Wüste schicken. Du, bei dir kann man echt was lernen. Wirklich?